Yo Leute, was geht? Wie jeden Dienstag möchte ich euch auch heute mal die neue Eventwoche in GTA Online vorstellen. Denn Rockstar Games haut auch diese Woche, wie gefühlt zurzeit jede Woche, einen ordentlichen Geldbonus raus, fette Rabatte und natürlich gibt es auch einige neue Doppelt-Geld- und Doppelt-RP-Missionen. Bevor es jetzt aber mit dem eigentlichen Video losgeht, möchte ich mal kurz auf meine zwei letzten Videos verweisen. Bei beiden Videos hat das Ganze in der Abo-Box irgendwie ein bisschen gespackt und somit haben viele Abonnenten dieses Video gar nicht erst angezeigt bekommen. In dem einen Video ging es um Red Dead Redemption 2 und um Dinge, die ihr auf jeden Fall über dieses Spiel wissen solltet. Und in dem anderen Video ging es um die Warnung, dass es sein kann, dass ihr euren gesamten GTA Online-Spielstand verliert. Wenn ihr also eins dieser beiden Videos noch nicht gesehen haben solltet, dann checkt auf jeden Fall mal oben rechts die Infokarte ab. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, euch diese Videos noch einmal anzuschauen. Jetzt würde ich sagen, wir haben auch genug rumgelabert. Lasst doch mal schnell ein Abo da, falls ihr hier neu sein solltet, um nichts mehr rund um GTA Online und Red Dead Redemption 2 zu verpassen. Jetzt würde ich sagen, wir fangen auch direkt mal an. Let's go! Wie immer fangen wir damit an, worauf es diese Woche Doppelgeld und Doppel-RP in GTA Online gibt. Zunächst einmal wären das alle VIP-Herausforderungen und CEO-Aufträge. Dazu gibt es noch Doppelgeld, Doppel-RP auf alle Gunrunning-Verkaufsmissionen, auf alle Waffen-Fahrzeugs-Missionen, das sind diese Missionen, die ihr im MOC starten könnt, dann auf alle von Rockstar erstellten Stuntrennen und die Forschung in unserem Bunker läuft jetzt 25% schneller als in den normalen Wochen. Natürlich gibt es diese Woche auch wieder einige Rabatte in GTA Online und zwar gäbe es einmal 30% Rabatt auf den Wagner, auf den Taipan und den LG Retro Custom, 35% Rabatt auf alle Bunker, auf die Zugmaschinen für das MOC, auf die Akula, auf den Kanjali, auf den Barrage, den Night Shark, den Insurgent, den Insurgent Pickup, auf den Tampa, den Viserys, auf alle MK2 Verbesserungen und Modifikationen, auf die MK2 Munition und auf den Revolter. Zudem gibt es 40% Rabatt auf den Ruiner 2000, den Flak-Anhänger, die Savage und alle Yachten. Wenn ich euch etwas empfehlen darf aus dieser Woche, dann sind es einmal die MK2 Verbesserungen für eure Waffen, denn dadurch werden eure Waffen deutlich stärker und sehen vor allem viel cooler aus. Und von den Fahrzeugen her der Barrage. Der Barrage ist ein Geländewagen, an dem ihr extrem viel tunen könnt. Er sieht ziemlich cool aus, hat ein gutes Handling und mir persönlich gefällt dieses Fahrzeug insgesamt einfach nur gut. Wenn ihr den Barrage also noch nicht besitzt, dann könnt ihr jetzt auf jeden Fall mal drüber nachdenken, diesen reduziert zu kaufen. Ich habe am Anfang vom Video ja von neuen Geldbonis gesprochen und um diese kümmern wir uns als nächstes. Und zwar schreibt Rockstar Games, dass alle Leute, die die Schatzsuche oder diese Kopfgeldmission noch nicht gemacht haben, diese noch bis zum 29. Oktober 2018 machen können. Wenn ihr diese beiden Missionen nämlich gemacht habt, dann bekommt ihr den Double Action Revolver und das Steinkriegsball nicht nur in GTA Online freigeschaltet, sondern ihr bekommt auch diese beiden Waffen schon in Red Dead Redemption 2, was ja am 26. Oktober rauskommt, freigeschaltet. Zudem könnt ihr da noch einen fetten Boni einsacken und zwar bekommt ihr nochmal 500.000 GTA-Dollar pro Herausforderung, wenn ihr diese noch nicht gemacht habt. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach mal 1 Million GTA-Dollar geschenkt bekommen mit einer Arbeit von vielleicht 10, 15 Minuten. Das lohnt sich auf jeden Fall extrem. Und alle Leute, die diese Herausforderung bereits absolviert haben, und es werden ja die meisten von euch sein, können sich einmal bis zum 29. Oktober in GTA Online einloggen, um einen Bonus von 250.000 GTA-Dollar pro Herausforderung sich zu sichern. Das heißt, wenn ihr diese beiden Herausforderungen, diese Kopfgeldmissionen und diese Schatzsuche, beide Missionen bekommt ihr übrigens über euer Handy angezeigt, noch nicht gemacht habt, dann macht das Ganze, dann könnt ihr 1 Million GTA-Dollar bekommen. Wenn ihr diese schon mal gemacht habt, dann loggt euch einfach nur einmal bis zum 29. Oktober ein in GTA Online, dann bekommt ihr eben nach dem 29. Oktober noch einmal 500.000 GTA-Dollar, also 250.000 pro Herausforderung. Und das war jetzt auch schon wieder die gesamte neue Eventwoche in GTA Online. Ich hoffe immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst an der Stelle nochmal einen fetten Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, wie gesagt, um nichts mehr zu verpassen in GTA Online und Red Dead Redemption 2. Übrigens, ihr könnt auch gerne mal auf meinem Discord-Server vorbeischauen. Dort können wir täglich reden und zusammen zocken. Für die Leute, die Discord vielleicht nicht kennen, Discord ist ein kostenloses Programm für den PC. Gibt es auch als App fürs Handy und dort könnt ihr eben mit anderen Leuten sprechen. Wenn ihr also mit mir mal labern wollt oder zocken wollt, dann checkt auf jeden Fall mal die Beschreibung ab. Dort ist ein Link, auf den klickt ihr einfach nur drauf und dann könnt ihr ganz auf entspannt meinem Discord-Server beitreten. An der Stelle bin ich jetzt raus, ich wünsche euch noch einen schönen und vor allem angenehmen Dienstagabend oder Nachmittag. Haut rein, bis bald und Peace!